hier das Charm-Dingsbums-Kloster. Hier wieder Unordnung gemacht. Hm? Ja komm, dann fahre ich jetzt gleich zum Kloster. Dann haben wir das auch erledigt. Ich habe gehört, du zerstörst jetzt auch Pagans Propaganda, AJ. Glaub mir, es gibt noch mehr als genug davon. Aber es ist ein Anfang. Ja. Irgendwer muss es ja machen. Wie oft überfährt man hier eigentlich Tiere, ohne dass man es möchte? Ich hätte ja gerne Statistik drin. Na gut, eigentlich nicht. Nein. Befolge und töte den Kurier. Okay. Nehmt auf! Das will ich euch auch nicht. Sieh! Ich schieß dir mitten ins Gesicht! Hier! Der Fuß hier! Das mache ich übrigens auch nur, weil es nicht mein Auto ist. So, Kloster. Oder gehe ich kurz hier noch? Wanderschuhe Speed. Ja, fahr doch weg. Schnitzen! Die Arbeit der Liebe. Deine Liebe für dir meine Arbeit. Mein Blut und mein Schweiß, ihr Blut für dich. Die Ziege. Ihr habt ihn verraten! Ich bin unterwegs! Warum auch immer der jetzt zu mir gerannt ist. Oh, hier ist ein Poster. Ah. Und hier ist irgendwo eine Maske. Jetzt nicht der Propaganda, das ist der Propagandalaster. Ist der Typ echt ausgestiegen und der Quatsch Propagandalaster. Wo muss ich den denn jetzt hinbringen? Na, ich fahre einfach zu dem Außenposten hier. Den da. Ja, ich kann noch links fahren. Gut gemacht.
Jetzt müssen wir nur noch diesen Truck abliefern. Ich markiere den Übergabepunkt auf deiner Karte. Ja, hab ich schon gesehen. Oder? Ja. Komm schon, Truck kann ich einigermaßen mitfahren. Nehme ich mir den Wagen und dann fahre ich jetzt endlich zum Kloster. Mit den Trucks, die du uns bringst, hilfst du unserer Sache, AJ. Leiste weiter so gute Arbeit. An alle Pfadmitglieder in der Gegend. Die Royal Army will den Außenposten zurückerobern. Wir brauchen hier sofort Hilfe. Na, wenn ich schon mal hier bin, ne? Nein! Nein! Das muss viel schneller gehen, sonst wird der Pirat... Hoppi! Warte!
kommen aus Westen. Das gar nicht machen. Ich habe eine neue Waffe freigeschaltet. Ich habe zu viel zu wenig gekauft. Okay, 67.000 habe ich nur noch. Ich kann mir den Bogen holen. Und den lege ich dann unten rein. Gut. Warrior freigeschaltet, schön. Munition habe ich voll. Karten habe ich zu wenig Geld für. Hat der Survival-Quest wieder aus sich ausgelöst? Das heißt, er muss mich nochmal zusammen scheißen. Scheinbar. Naja. Dann fahren wir mal ganz entspannt dorthin. Achten auf nichts, was außer mal rum passiert. Und hoffen, dass es eine andere Sequenz ist und mich trotzdem range. Das ist wahrscheinlich dieselbe Sequenz, aber. Es ist wieder derselbe Punkt. Folglich wird es auch dieselbe Ansprache sein. Sabal. Was ist das wert? Was ist das wirklich wert? Warum wir haben 9 Männer verloren. Lager das wert? Hast du es überhaupt gelesen? Weil ich habe hier ein paar Daten für dich. Und die sind handfest. 9 meiner Männer sind tot. Gute Männer, die du sterben ließt. Ja. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Es gab nur diese Möglichkeit. Dein Vater hätte es auch getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor er starb und alles den Bach runterging. Amita versteht das nicht. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Sie ist hinterlistig, sie ist subversiv und sie opfert ständig Leben.
Deshalb sprang ich in die Bresche. Ich tat es, weil ich deinen Vater kannte und seine Vision respektierte. Du musst begreifen, was ihn antrieb. Was uns antreibt. Ja. Du musst zum Kloster gehen. Bilde dich weiter, AJ. Mach ich. Jetzt. Ohne Umschweife. Keine Ablenkung. Keine Ablenkung, sag ich. Onkel Padan hier wollte nur hören, wie es meinem Lieblingsneffen geht. Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du Namitas Honigtöpfchen gefallen oder haben dich zerbalzweilende Locken in den Bann gezogen? Hey, jedem das Seine. Du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist er ja nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen. Aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Wenn wir Scheiter hin. Ist mir egal. Ist mir auch egal. Ich will jetzt zu diesem schönen Kloster, das da vorne liegt. Kräftig mit Raju. Hübsch. Was mit der Platten-Screenshot wert? Die haben Waffen eingepackt, die nicht gesichert sind. Idioten. Wie geht's? Gut, und selbst? Naja, ich muss jetzt mit der Dame da vorne dem Raju sprechen. Hab dafür meine Waffen Hallo? Hey. Ich hab's ihm gesagt und dachte, er regt sich tierisch auf, aber nee, er hat geholfen. Ich mag ihn trotzdem nicht. Aber wenn Amita ihn unterstützt, werden wir gewinnen. Ja, so sehe ich das jetzt auch. Nächstes Mal passe ich besser auf. Hi. Okay, hier ist anscheinend ein gutes Waffenlager. Und Religion aktiv. Raju erwartet dich bereits im Kloster. Danke, geile Brille übrigens. Shama-Kloster. Das Kloster wurde um das Jahr 500 v. Chr. Von Kiras-Anhängern in den Fels gehauen. Hier wurden die Lehren Kiras erstmals niedergeschrieben und aufgezeichnet. Shama wurde in den Jahrhunderten nach seiner Erbauung sorgfältig gepflegt und mehrmals renoviert und ist bis heute eine aktiv genutzte Kloster- und Tempelanlage. Ah, der Sohn des großen Moha. Sabah sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Ja. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Kinder?
Willst du mir jetzt irgendwas sagen? Hola. An den ehrenwerten Schlammer Schogal. Ich habe Ihren Brief erhalten und möchte Sie direkt beruhigen. Gerüchte, die Sie gehört haben, stimmen nicht. Der Verrückte, den wir die Dorfbewohner Dami nennen, war niemals ein Schüler unseres Ordens. Während der Puja heute Morgen sprach ich mit der Gemeinde. Wir werden uns von diesem Unfug nicht länger in unserer Meditation stören lassen. Niemand wird diesen Hochstammler jemals wieder erwähnen. Möge Ihr Tag durch die Lehren des Erwachten erleuchtet werden. Eine Kerze erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Segnen uns mit Weisheit und wir sammeln sie in den Gebiet, um uns von den schlechten Gedanken zu säubern. Drehe die Mühle. Ein Leben ohne Emotionen ist kein Leben. Doch eines, das von Emotionen kontrolliert wird, wird davon verschlungen. Füge das Pulver hinzu. So zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. Und zurück zur Rage. AJ, die Daten, die du beschafft hast, diese Karte, sie zeigt das Kloster. Die Armee wird jeden Augenblick deine Position angreifen. Bleib drin. Die Armee wird gleich angreifen. Das war's!
an! Schnell zu den Türen! Erwartet, da passiert jetzt noch was. Du hast uns gerettet. Du bist deines Vaters Sohn, AJ. Danke, AJ. Danke. Ja. Ein kultureller Austausch. Abgeschlossen. Ja. Karma. Beende Karma-Ereignis oder drehe Money-Mühlen, um Karma zu erhalten. Erhöhe Karma-Level, um Schützenden-Upgrade zu erhalten. Erreiche höhere Karma-Level, um einen Handelspostenpreisanleister zu erhalten. Amita, das Kloster ist gesichert. Vielleicht erkennt Sabal nun die Bedeutung guter Aufklärung. Hättest du nicht diese Karte besorgt, hätten wir nie rechtzeitig eingreifen können. Gute Arbeit, AJ. Ja, gute Arbeit. Also. Kira, Tochter des Banner Ashura. Die Mönche aus dem Kloster errichteten diese Kara-Statue so, dass sie das Kloster überblicken und beschützen konnte. Als Tribut an Kiras Vater, den Gott Banner Ashura, werfen sie regelmäßig Lotusblütenblätter in das Wasser. Macht's gut, ihr... Und hallo, schöne Statue.